Ja, wir haben überlegt, was ist für die Verbände kennzeichnend, was könnte eine Aktion sein, die auch alle Verbände mit wenig künstlerischem Hintergrund ganz einfach erfüllen können. Und dann kamen wir auf die Fahnenaktion, wo wir ein bisschen so diese tibetischen Gebetsfahnen im Kopf hatten. Und es kam auch schnell ein Bild, dass die ganze Innenstadt voll ist mit Fahnen und mit Botschaften der Verbände an Kirche, an Gott, an Heiligtümer. Und die Aktion hat uns förmlich überrollt. Also wir haben 1650 Fahnen vorbereitet und die sind alle in den Verbandsgruppen aufgenommen worden, gestaltet worden. Heute war der große Moment, wo wir die hier in der Innenstadt aufhängen konnten. Es hat wirklich alle Verbände begeistert und jeder konnte auch unabhängig von seinem Hintergrund diese Fahnen gestalten. Und die sind auch sehr unterschiedlich. Die sind sowohl inhaltlich gestaltet, als auch teilweise sehr künstlerisch, sehr liebevolle Bilder gemalt, ganz unterschiedliche Themen. Also die Fahnen zeigen auch die ganze Vielfalt an katholischer Verbandsarbeit im Bistum Aachen und bereichern damit die Heiligtumsfahrt und die vielen Menschen, die hier sind, auch nochmal mit dem, was Verbände in die Welt tragen und in ihrem Verbandsleben auch als Heiliges in sich tragen, was ihnen wichtig ist.